Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist Samstag und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zum Schloss Babelsberg, denn wir machen heute einen Fotowalk. Also ein befreundeter Fotograf und ich haben das gestartet. Ich erkläre euch nochmal kurz, was ein Fotowalk ist. Ich hatte es jetzt bei einem letzten Video schon angekündigt, aber für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, erkläre ich es nochmal kurz. Also ein Fotowalk ist, wie der Name schon sagt, quasi eine Strecke, die man abläuft oder eben abfährt und wo man Fotos macht, und dazu treffen sich verschiedene Models. Also meistens sind es Hobbymodels und Hobbyfotografen, und dann wird eben nach Lust und Laune fotografiert. Also mal fotografiert ein Fotograf ein Model und in der nächsten Location fotografiert der gleiche Fotograf ein anderes Model, und so wird eben immer durchgetauscht, bis man eben alle so ein bisschen gepaart hat quasi. Und ja, ich habe sowas noch nie gemacht, also weder als Model noch als Fotograf. Heute bin ich quasi Fotografin, werde eventuell auch mal selber fotografiert werden, mal gucken, wie ich in der Stimmung bin. Aber ja, ich freue mich sehr drauf und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Babelsberg. Bevor ich losfahre, wollte ich euch noch kurz mein Equipment zeigen, also sowohl mein Kamera-Equipment als auch den Rest, den ich noch mitnehme. Also erstmal zu den Kameras. Ich habe hier einmal meine Sony Alpha 7 mit einem 85mm 1.8 Objektiv, dann meine Sony Alpha 6400 mit einem 35mm 1.8 Objektiv. Die benutze ich übrigens eigentlich zum Vloggen, aber dadurch, dass ich die jetzt mitnehme, habe ich jetzt eine andere Kamera in der Hand, deswegen wird die Qualität auch wahrscheinlich heute mal ein bisschen schlechter sein. Und dann habe ich hier noch mein 16mm 1.4 Objektiv mit. Ich denke, das werde ich aber nicht so oft brauchen. Dann habe ich hier noch eine Haarbürste, einen Puderpinsel und Puder mit. Also falls ich halt selber nochmal vor der Kamera stehe, dass ich halt mich nochmal auffrischen kann. Dann habe ich hier meine Kopfhörer für den Weg, den Buttertücher, weil ich ein kleines bisschen Schnupfen habe. Mein Handy, eine Wasserflasche und einen Pulli, weil es halt echt kalt draußen ist. Dann mein Portemonnaie, weil wir dann noch essen gehen werden. Und hier habe ich noch so ein... Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber ich benutze es eben als Prisma. Also ihr seht es jetzt gerade nicht, aber man kann damit halt so bei solchen langen Objektiven, wie zum Beispiel einem 85er, das so nah an das Objektiv halten, und dann wird halt da so ein kleiner Schimmer im Bild. Mal gucken, ob ich das verwende heute, dann könnt ihr sehen, was ich meine. So, das ist unsere erste Location. Du kannst ruhig weiterreden, Niklas. Das ist das Schloss Babelsberg, wie gesagt. Sieht sehr schön aus. Wir haben auch richtig gutes Wetter erwischt, also ihr seht es gerade nicht, aber es ist so ein bisschen... Teilweise kommt Sonne durch, aber trotzdem ist es bewölkt, das ist perfekt für Fotos. So, Niklas ist jetzt schon am Objektiv wechseln, 10 Sekunden into the shooting. Was hast du hier am Start, zeig mal. 85-1.4 von Samyang. Da hast du zwei 85er? Nee, das ist ein 24mm 1.4 von der A-Reihe, auch von Sigma. Ja, ist halt eher so cool für Street-Style. Da wir jetzt aber hier am Schloss sind, will ich halt... Ja, du bist ja auch der Vordergrund-Boss hier. Ja, ein schöner ein bisschen weiter weg. Okay. Ja. So, und mein Wort ist jetzt erstmal die Nila. Die macht sich gerade noch ein bisschen shiny. Was hast du da für ein cooles Öl? Biokura Natur. No Product Placement. Ja, und. Ja. Und sie hat sich hier gerade noch umgezogen in so ein schönes Blazer-Kleid. Ich denke mal, das passt richtig gut. Das sieht voll schön aus. Fragen bestimmt die Zuschauer, wo hast du das her? So, ich erkläre euch mal noch ein bisschen, was ich immer so hinter der Kamera mache, wenn ich Fotoshootings mache. Und zwar gucke ich halt immer, ob alles vom Bildrahmen her passt, und sage dann auch dem Model Bescheid, wenn es zum Beispiel noch ein bisschen weiter in die Mitte rücken soll. Also hier hatte ich jetzt der Nila dann Bescheid gesagt, dass sie ein bisschen weiter nach rechts rücken soll von ihr aus, damit sie eben genau in der Mitte von den zwei Fenstern steht. Und dann lobe ich auch immer, wenn irgendwas gut aussieht, und sage dann zum Beispiel, ja, das sieht gut aus, bleib so. Und ja, versuche halt auch wirklich dem Model da so ein gutes Gefühl zu geben. Sagt dann immer so, sehr schön oder so. Also einfach, damit man halt auch wirklich als Model so weiß, okay, sieht es jetzt gut aus. Weil man sieht es ja als Model selber nicht. Genau. Niklas, was machst du da? Ich entdecke ganz neue Positions. Kleiner Fotografie-Tipp für Porträts. Ich mache mir da ganz gerne entweder so ein Blütenblatt oder eben hier so ein Laubblatt ab. Und bei, wie gesagt, langen Objektiven kann man das dann so ein kleines Stück ins Objektiv reinhalten. Und dann hat man so einen kleinen, ja, wie so einen kleinen verschwommenen Fleck. Aber das sieht eigentlich immer ganz ästhetisch aus. Also gerade wenn es halt so Pflanzen sind, die auch sonst im Bild mal vorkommen.
Hier habe ich dann mit der Laura Fotos gemacht und sie war ein bisschen unerfahrener als Nila. Also Nila war ja ein professionelles Model. Und da ist es noch ein bisschen wichtiger, dass man genau Anweisungen gibt und sagt, hey, mach mal deine Hände so, schau mal so und neig mal den Kopf ein bisschen mehr zur Seite. Einfach, damit man erstens als Fotograf genau das Foto bekommt, was man sich halt vorstellt. Und zweitens, dass natürlich auch für das Model dann ein tolles Ergebnis ist, weil manchmal weiß man halt auch selber gar nicht so richtig, was man machen soll mit seinen Händen. Also ihr kennt das sicherlich selber. Hier sind wir dann an der Glienicke-Brücke gewesen und das war wirklich eine komplett andere Location vom Stil her. Also da haben wir eher so ein bisschen Urban- und Street-Fotos gemacht. Also es war eben alles viel cooler. Und hier hat dann auch Niklas noch unsere dritte Fotografin, die Nadine, fotografiert. Und Niklas wurde dann auch noch von unserem Model Nila fotografiert. Also ich war quasi an dem Tag, glaube ich, die Einzige, von der keine... Ach doch, von mir wurde auch ein Foto gemacht. Mensch, hatten wir dann alle abgedeckt. Und abends hatten wir uns dann noch im Café Extrablatt zusammengefunden und gemeinsam Abend gegessen und gequatscht. Und das war echt auch nochmal so ein schöner Abschluss des Fotowalks. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mich natürlich auch schon an die Fotos gemacht. Also ich habe jetzt schon die ausgewählt, die ich quasi bearbeiten möchte und eben markiert in Lightroom. Und habe mich jetzt auch schon ein Stück an die Bearbeitung gemacht. Und dann dachte ich mir, ich könnte euch da ja auch noch so ein bisschen mitnehmen. Also ich werde euch jetzt nicht übelst in der Tiefe zeigen, wie ich meine Fotos bearbeite, aber einfach so ein bisschen grob, damit ihr das so ein bisschen seht. Weil ich weiß es auch gar nicht, ob das alle so sehr interessiert, diese Fotobearbeitung. Also ich muss mich da ja erstmal generell rantasten, wie sehr ihr interessiert an diesem Thema seid. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch da so ein spezielles Video nochmal drüber interessiert oder ob ich es dabei belassen soll. Ich zeige euch jetzt mal meine Bearbeitung anhand dieses wundervollen Fotos von der lieben Nila am Schloss Babelsberg. Ihr habt ja vorhin quasi auch das Behind the Scenes gesehen, deswegen ist das, denke ich, immer ganz cool, wenn ich euch ja die Bearbeitung anhand dieses Fotos zeige. Und ich muss sagen, also meine Bearbeitung ist jetzt gar nicht so spektakulär. Also ich habe eigentlich immer nur einen Filter, den ich mir mal selber erstellt habe, den ich auf die Bilder draufhaue und dann passe ich den noch so ein bisschen individuell an, weil natürlich eigentlich kein Filter 100% immer auf jedes Bild passt. Also ich zeige euch das jetzt mal. Das ist hier mein Filter und der sieht jetzt auf diesem Bild relativ kacke aus, weil es irgendwie alles viel zu dunkel ist. Dementsprechend müssen wir schon erstmal ein bisschen die Belichtung hochbringen und dann sieht das Ganze schon ein bisschen rosiger aus. Allerdings ist mir der Kontrast noch ein bisschen zu hart, deswegen mache ich mal die Tiefen noch ein bisschen raus. Also die Tiefen sind quasi... Okay, ich fange jetzt gar nicht an, diese einzelnen Begriffe zu erklären, weil sonst, wie gesagt, gehen wir ja quasi in die Tiefe, das, was ich eigentlich nicht wollte. Dann überlege ich, ob ich das beschneide oder so lasse, weil ich würde es ja eher auf meinem Instagram quadratisch hochladen. Deswegen ein kleines Stück können wir es vielleicht beschneiden. Ein Stück runter, okay. Okay, dann gefällt mir das an sich auch schon fast gut. Also ihr seht schon, es ist nicht so die große Arbeit, da jetzt pro Foto das zu machen. Man kann dann auch bei gleichen Fotos per Command-C, Command-V oder Steuerung-C, Steuerung-V bei Windows-PCs den Filter kopieren und auf ähnlichen Fotos wieder einsetzen. Also sprich, so eine krasse Nacharbeit ist es eigentlich bei solchen Fotos nicht. Natürlich ist es bei Porträts ein bisschen komplexer, also da hat man ja auch noch eventuell eine Hautretusche, wenn man die machen möchte oder ja, Fotos, die generell in der Nacht geschossen wurden oder so, wo man dann einfach ein bisschen mehr korrigieren muss, weil wenn irgendwas im Hintergrund ist, was man wegretuschieren muss oder irgendein Haargummi oder so, der da nicht sein soll, irgendwas in der Richtung, wo man retuschieren muss, das dauert dann richtig lange. Aber so Filter und generell Farbanpassung an sich dauert das nicht super lange. Ich hätte jetzt auf jeden Fall aber gerne die Grüntöne noch ein bisschen anders und zwar... bisschen weniger gesättigt und ein bisschen dunkler. Dann passt das, glaube ich, auch ein bisschen cooler zum Bild. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich gucke mal, ob ich es noch ein bisschen wärmer mache mit der Temperatur. Ja, so ist das gut. Ein bisschen am Tönungsregler vielleicht noch rumspielen. Kleines bisschen heller. Also ihr seht schon, ich spiele dann einfach nur so ein bisschen mit den Reglern rum und gucke einfach, was mir da am besten gefällt. Okay, das mit der Tönung mache ich wieder rückgängig. Das gefällt mir doch nicht so gut. Lieber doch ein tatsächlich kleines bisschen in die rosa Richtung. Okay. Und hier seht ihr nochmal das Before and After. Also ihr seht schon, Fotobearbeitung macht unglaublich viel aus und
Ein Foto wird in der Kamera nie so geil wirken, wie es dann wirkt, wenn es einmal fertig bearbeitet ist und halt auch auf einem größeren Bildschirm zu sehen ist. Also deswegen, wenn ihr mal selber fotografiert und ihr guckt euch in der Kamera Bilder an und die sehen da doch nicht so nice aus, sondern nur so semi-gut, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass sie dann, wenn man sie bearbeitet hat und überhaupt groß gesehen hat, halt super gut aussehen. Aber wenn ein Foto in der Kamera schon gut aussieht, dann ist es wirklich ein bombastisches Foto. Das war es jetzt auch schon mit meinem kleinen Exkurs zur Fotobearbeitung und auch mit diesem Vlog. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder bearbeiten. Den Rest mache ich dann morgen und dann gehe ich auch ins Bett. Und meistens mache ich es auch so, dass ich niemals Fotos rausschicke, die ich nur an einem Tag betrachtet habe. Weil wenn man dann am nächsten Tag sich nochmal die Bearbeitung anguckt, dann fällt einem vielleicht so die eine oder andere Sache auf. Also dass irgendeine Farbe zu stark hervorspringt oder so, dann kann man das nochmal korrigieren. Noch ein kleines Resümee zu diesem Tag. Also ich fand es auf jeden Fall echt eine mega coole Erfahrung. Und das wird auf jeden Fall nicht der letzte Fotowalk gewesen sein, den ich mache. Und Niklas hat auch schon gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall mal irgendwann wieder. Aber Niklas wohnt ja jetzt nicht hier in der Nähe. Er kommt ja aus Thüringen und müsste dann halt immer quasi hierher pendeln, weil man generell im Raum Potsdam und Berlin einfach coole Fotos machen kann. Da gibt es so viele Locations und gerade in Berlin hatte er sich ja eigentlich relativ viele ausgeguckt und die konnten wir dann alle nicht nehmen, weil wir in Berlin nicht shooten konnten. Ich denke, dass wir trotzdem alles aus den Potsdamer Locations rausgeholt haben, auch wenn wir nur 2 von 8 geschafft haben tatsächlich. Also wir sind dann noch zum Belvedere auf dem Pfingstberg gelaufen, aber das hat ja dann irgendwie nur noch eine halbe Stunde geöffnet und wir hätten dann auch pro Person 6 € Eintritt zahlen müssen und dann war dort auch Maskenpflicht und wir wussten jetzt nicht, ob da Fotos eine Ausnahme dafür bilden. Deswegen haben wir dann gedacht, okay, nee, dann machen wir das jetzt halt nicht. Und generell hat das auch zwischenmenschlich super gut funktioniert. Also wir haben uns alle gut verstanden, haben uns gut unterhalten und jetzt gerade auch beim Essen nochmal richtig viel gelacht, Spaß gehabt und es war irgendwie wie so ein Wandertag mehr oder weniger, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das Video an dieser Stelle beenden möchte und jetzt bestimmt nochmal 5 Minuten geredet. Deswegen beende ich das Video jetzt an dieser Stelle und wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dann. Tschüss.